Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und ich werde mit euch jetzt die Apps zum Brennen bringen. 10 Minuten App-Power auf der Matte. Und wir starten mit unserem 10-minütigen Bauchworkout in 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden. Los geht's! Wir starten mit unserer ersten Übung, Crunches über Kreuz, wobei der linke Ellenbogen zum rechten Knie geht und andersrum. Achte bei der Übung darauf, dass dein Rücken flach auf dem Boden liegt. Nur die Schulterblätter heben sich leicht vom Boden ab. Bei dieser Übung sind die Beine gerade nach oben gestreckt und die Zehen lang. Aus dem Bauch heraus ziehst du deinen Oberkörper nach oben. Der Rücken liegt wieder flach auf dem Boden. Machen wir weiter mit den Flutterkicks. Dabei liegen deine Arme neben deinem Körper oder unter deinem Gesäß zur Stabilisation. Die Beine sind gestreckt und angehoben und du vollführst eine schnelle Scherenbewegung. Wir bleiben in der gleichen Position und kombinieren Bein mit Hüftheben. Dabei sind die Beine wieder gestreckt und du hebst diese bis zu 90 Grad an. Oben angekommen, drückst du die Hüfte mit Hilfe deiner Bauchmuskeln hoch und gehst dann ganz langsam mit den Beinen wieder hinunter. Wir wechseln in die Plank-Position und ziehen dann nacheinander das rechte Knie zum rechten Ellenbogen und das linke Knie zum linken Ellenbogen. Gleich haben wir die erste Runde von unserem Zirkel geschafft und dann starten wir nochmal von vorn. Wir gehen in die nächste Runde wieder mit Crunches über Kreuz. Wir machen weiter mit den Crunches und den gestreckten Beinen. Es ist dabei überhaupt nicht schlimm, wenn die Beine noch nicht komplett gestreckt sind. Das wird von Mal zu Mal besser. Weiter geht's mit den Flutterkicks für unsere unteren Bauchmuskeln. Schön durchhalten! Und jetzt wird es langsam richtig hart. Wir machen wieder Bein- und Hüftheben in Kombination. Wir starten mit der letzten Übung aus unserem ersten Zirkel und danach gibt es erstmal eine Pause.
Es laufen die letzten 10 Sekunden vor unserer kleinen Pause. Die Hälfte vom Workout habt ihr geschafft. Wir machen 30 Sekunden Pause und dann geht's in die nächste Runde. Weiter geht's. Wir starten den Zirkel mit Klappmessern. Versucht dabei oben mit den Armen die Beine zu berühren. Es folgen Sit-Ups, dabei sind die Beine angewinkelt und der Rücken liegt flach auf dem Boden. Die Arme sind gestreckt hinter dem Kopf. Zieht euch nun mit dem Bauch hoch und berührt mit den Fingern die Fläche zwischen euren Füßen. Und dann nochmal von vorne. Nun machen wir was für unsere seitlichen Bauchmuskeln. Die Füße sind dabei wieder angewinkelt und der Rücken liegt flach auf dem Boden. Die Arme sind zur Seite gestreckt. Und abwechselnd versuchen wir nun mit der linken Hand die linke Ferse zu berühren und andersrum. Weiter geht's mit den agilen Crunches. Dabei sind die Beine diesmal angehoben und die Hände zur Stütze hinter den Oberkörper aufgestellt. Ihr streckt die Beine und zieht sie dann wieder ran. Wir starten wieder in der Plank-Position mit gestreckten Armen und gehen dann runter in den Unterarmstütz und wieder hoch. Die letzte Runde startet. Wir machen weiter mit den Klappmessern. Schön durchhalten. Wir machen weiter mit den Sit-Ups. Wir starten wieder mit gestreckten Armen hinter dem Kopf und führen die Arme nach vorne zwischen die Füße. Lassen wir noch einmal die seitlichen Bauchmuskeln brennen und ziehen die nächsten 30 Sekunden durch. Startet die vorletzte Übung. Nochmal Vollgas.
Mal gehen wir in die Plank-Position und wechseln von dort in den Unterarmstütz. Wem es zu schwer ist, der hält einfach die Plank-Position. Die letzten 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden geschafft! Ich hoffe, ihr habt genauso geschwitzt wie ich. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.